Ja, guten Abend, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 28. Spieltag. Der HSV unterlag vor 49.823 Zuschauern mit 1:2 gegen Magdeburg. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer und bitte den Gästetrainer Michael Oerning um sein Statement zum Spiel. Ja, Kompliment an meine Mannschaft. Ich glaube, dass wir heute unseren Fans, unseren zahlreichen Fans, die mitgefahren sind, einen wunderbaren Abend beschert haben. Uns natürlich auch. War eine aus meiner Sicht sehr leidenschaftliche und auch hochintensive Leistung dazu geführt hat, dass wir am Ende in der Lage waren, dieses Spiel offen zu halten, in dem sicherlich die eine oder andere Szene noch heiß diskutiert werden wird. Nur am Ende, denke ich, haben wir uns den Sieg erarbeitet, dass wir dann am Ende noch gewinnen. Das war sicherlich glücklich. Aber da wir in dieser Saison schon so einiges hinter uns haben, glaube ich, waren wir mal in der Reihe, dass wir dann auch belohnt werden. Und ich freue mich wirklich für meine Spieler, weil man sieht, dass sie wirklich auch in den letzten Minuten immer noch hier, das ist ja auch nicht so einfach, auf Sieg gespielt haben. Auch in dem Wissen, dass wir mit einem Fehler vielleicht noch verlieren können, das hätten wir uns nicht erlauben können. Aber wir wollten unbedingt gewinnen und wir haben es gemacht. Und dementsprechend entschuldigen wir uns auch nicht dafür, sondern wir nehmen es hin und werden jetzt versuchen, mit diesem Erfolgserlebnis natürlich am Samstag weiterzumachen. Dankeschön. Danke, Michael Oerning. Dann Hannes, deine Analyse bitte. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch an Michael und an Magdeburg. Wir haben, wussten, dass wir auf einen sehr physischen Gegner treffen, der aus der Raute sehr nach vorne verteidigt, sehr mannorientiert spielt. Haben mit Sicherheit etwas glücklich 1:0 geführt. Dadurch wird Magdeburg noch einen Tick offensiver, dann musst du sehen, Tempo in der Tiefe ausspielen. Hatten da auch einige Momente, die wir aber nicht nutzen konnten. Natürlich die große Chance zum 2:0 nach der Ecke und dem Handspiel. Ich habe gehört, dass vorher das 1:0 für Magdeburg wäre kein Abseits gewesen, da wird sich das ein bisschen ausgleichen, aber die Szene war natürlich schon extrem. Und dann darf alles passieren und du darfst keinen Konter kriegen. Und wir kriegen dann stehen eigentlich 3:2 sehr, sehr gut. Gehen dann im Mittelfeld runter zur Grätsche, gehen da auf, laufen nicht hinten rein, kriegen ein leichtes 1:1. Danach ist es ein offenes Spiel, ohne viele Chancen auf beiden Seiten. Ein Kampfspiel und man muss es zumindest am Ende unentschieden spielen, dass wir es dann zum zweiten Mal hintereinander zu Hause mit der letzten Aktion verlieren. Und dann nochmal einen Abschluss geben, wo wir auch gar nicht versuchen zu blocken, wie ich finde, wo wir einfach dann auch den zweiten Ball nicht organisiert haben. Das ist extrem enttäuschend und tut natürlich jetzt weh. Wir wollten unbedingt was holen und müssen jetzt uns aufrichten und weitermachen, auch wenn es natürlich ein schmerzhafter Abend ist. Dankeschön. Danke, Hannes. Dann bitte ich um Ihre Fragen und um Handzeichen. Dann reichen wir das Mikro da vorne, der Kollege in der ersten Reihe, bitte. Oliver Lesse, MDR Sachsen-Anhalt. Herr Oerning, der Kollege hat es gerade schon angesprochen, das erste Tor für Magdeburg wurde nicht gegeben. Wir haben von oben dann relativ schnell gesehen, dass es kein Abseits war, zumindest waren wir uns da recht einig. Was haben Sie in der Situation gedacht, gerade auch nach dem Dresden-Spiel, wo es ja auch ein, zwei solche Situationen gab? Ich habe da eigentlich gar nicht so viel gedacht, weil ich in der Regel immer erstmal darauf vertraue, dass das wohl stimmt. Ich konnte es ja gar nicht erkennen, so schnell wie das ging. Also ich habe mich schon gefreut und war natürlich relativ schnell ernüchtert, weil es eben zurückgenommen wurde. Und es ist natürlich auch blöd, ne? Man geht dann in die Kabine, kriegt dann relativ schnell mit, dass es eben nicht so war. Das kriegen die Schiedsrichter auch mit, für die ist es auch schwierig. Ich glaube, das ist in so einem Spiel wie heute, da gibt es zig Szenen im 16-Meter-Raum und auch das Handspiel. Ich habe es dann ja auch mir zeigen lassen, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ein klares Handspiel, muss man ja auch ehrlich sagen, ist auch ein klarer Elfmeter. Das ist dann so und jede Mannschaft kann im Laufe der Saison ein Lied davon singen, was wäre, wenn und wie gewesen. Insofern war da nicht die Zeit nachzudenken. Ich habe nur gesehen, dass wir eine unglaublich gute erste Halbzeit gespielt haben. Das Tor kam aus dem Nichts, ein Freistoß, wo man auch wieder diskutieren kann, war das ein Freistoß oder nicht. Und wir haben eigentlich das gemacht, was wir angekündigt haben. Wir haben sehr, sehr mutig nach vorne gespielt, wir haben nach vorne verteidigt und wir sind auch sehr, sehr gut in die Zweikämpfe gekommen. Und deswegen haben wir uns ja auch nichts vorzuwerfen und am Ende, wenn man einen großen Strich drunter macht, glaube ich, haben wir auch mehr für dieses Spiel dann auch getan. Und
Ich weiß, dass die Hamburger natürlich ganz andere Ansprüche haben und aufsteigen wollen. Und ich in der Tabelle sehe, sicher sieht alles wunderbar aus. Dann wird das ein schöner Abend für uns beide. Niklas Heiden vorne. Ja, aber es ist das zweite Spiel, wo Sie hier zu Hause führen, dann am Ende verlieren, zwischendurch auch wechseln und nach dem Wechseln dann die Gegentore fallen. Ist das ein Thema, wo Sie ran müssen, wie Sie wechseln und in welcher Art? Müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ich hätte jetzt... der erste Wechsel vorne, mit Backer auf Berkay, ja gut. Der hat jetzt nichts mit dem... mit dem Gegentor zu tun, dass wir das zweite Mal hintereinander zu Hause hinten raus ein Spiel verlieren, das ist jetzt sehr, sehr bitter. Und natürlich wünschen wir uns Impulse versuchen, durch Wechsel das Spiel positiv zu beeinflussen. Wenn wir jetzt aber nicht den Jungs, die da reinkommen, die Schuld dafür geben, das wäre falsch. Wir müssen dann, wenn wir es schon nicht gewinnen, dann musst du diesen letzten Standard nochmal voll verteidigen. Das haben wir einfach nicht gemacht. Dazu kommen übers Spiel viele kleine Fehler, Bälle ins Ausgeköpft, Ecken verschenkt. Einfach viele kleine Fehler, die verhindern, dass du einen Spielfluss bekommst, dass du da auch eine spielerische Dominanz entwickeln kannst. Und da müssen wir ran, aber wir sind ein Team, jetzt nicht nur die hier von Anfang an spielt, die reinkommen. Und das ist bestimmt nicht einer schuld dran. Wir haben in der Mitte Roland Karl von HL Sports. Hier vorne, in der zweiten Reihe. Herr Wolf, Sie wollten wechseln. Janicic sollte rein. Für wen sollte er rein? Und wie würden Sie die Leistung von Gideon Jung bezeichnen am heutigen Tag? Er wirkte etwas verloren auf dem Platz. Ja, wir haben in Paderborn hat quasi ja lange gespielt auf der Position. Hatte danach aber einen Magen-Darm-Infekt plus Knieprobleme. Ist so gerade fit geworden. Und in dem Moment, wo wir es machen wollten, stand es 1-1, wollten wir einen Wechsel machen, aber Gideon hat sich dann genau in diesen Momenten, in diesen 2-3 Minuten vorher stabilisiert und wollte die Option dann nicht rausnehmen. Gideon hat dann ja auch in den letzten Minuten dieses Spiels, was dann völlig in Ordnung war. Er hat mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel gemacht, auch wenn das eigentlich seine Position ist, wenn das passt. Er hat sicher nicht sein bestes Spiel gemacht, aber wir müssen ihn dann jetzt auch aufbauen und brauchen die natürlich im Schlussspurt in einer sehr guten Verfassung. Henry Gerkums vom Hamburger Abendblatt. Doch einfach sprechen, der Regler wird hoch. Okay. Herr Wolf, das war jetzt zum wiederholten Mal, dass Ihre Mannschaft eine große Chance liegen gelassen hat. Kann Ihre Mannschaft mit solchen Chancen nicht umgehen? Ist das eine psychologische Problematik oder wie erklären Sie sich das? Ja, wir haben in der Hinrunde viele Spiele so knapp gewonnen, haben 1-0 geführt, haben das dann über die Zeit bekommen und das gelingt uns jetzt gerade nicht. Auch unterschiedlich, vorher haben wir 2-0 gespielt, spielen in Paderborn 2-0, in Bochum 0-0, kriegen kein Gegentor. Aber jetzt die beiden Heimspiele, die Chancen waren natürlich riesengroß und wir haben sie nicht genutzt, müssen das dann jetzt heute Abend das zu akzeptieren, wird sehr schwer, aber dann irgendwann in den nächsten Tagen müssen wir es natürlich akzeptieren und dann weiterarbeiten auf Köln. Und wir brauchen einfach bessere Leistungen im Spiel. Also wir machen so viele kleine Fehler, so viele kleine Fehler, die einfach verhindern, dass Spielfluss kommt. Ich glaube, wenn man da ein Video machen würde oder zusammenstellt, dann kriegst du schon in ein paar Minuten zusammen. Und das können wir uns einfach nicht erlauben und da müssen wir einfach alle zusammen ran und da bin ich natürlich auch ein Teil von. Und um da jetzt, ist ja klar, dass du gegen Köln in Köln eine absolute Top-Leistung brauchst, um was zu holen. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Nochmal Niklas Heiden von der MOPO in der ersten Reihe. Sie haben die kleinen Fehler eben angesprochen, die hat auch eben Luis Holtby unten in der Mixzone angesprochen und sagt aber auch, wenn man so weitermacht in den nächsten Wochen, dann wird das nichts mit dem Aufstieg. Teilen Sie diese Meinung und was stimmt Sie denn noch positiv, dass das in Köln nächste Woche Montag besser aussieht? Ja, natürlich teile ich seine Meinung, wir brauchen noch ein paar Punkte und wir haben jetzt... Nochmal, wir haben vor 6 Tagen in Paderborn gespielt, haben da 2-0 gewonnen, sind ins DFB-Pokal-Halbfinale gekommen, hatten heute die Chance, auf 6 Punkte wegzugehen. Natürlich fühlt sich das jetzt
schlecht an, aber wir haben vor 6 Tagen ein gutes Spiel gemacht. Und da muss ich auch einfach mit den Jungs reden, mit der Mannschaft reden, wie sie das fühlen, wie sie das empfinden, auch auf dem Platz. Da müssen wir alle zusammen rein. Und ich bin der Letzte, der hier den Optimismus verliert, weil natürlich tut das weh, auch mir. Aber es ist natürlich meine klare Aufgabe, hier morgen hinzukommen und damit auf das nächste Spiel hingearbeitet. Und dass das in diesen großen Spielen geht, haben wir auch schon ein paar Mal gezeigt. Dann kommen wir langsam zum Ende. Gibt es noch weitere Fragen? Der Kollege hier vorne. Uwe Dornick, European News Agency in Herning. Sagen Sie mal ein paar Worte zu dem Magdeburger Support. Montagabend sind hier 4.000, 6.000 Fans, machen eine Wahnsinnsstimmung. Am Wochenende waren die anderen vom Erstliga-Club aus dem Handballbereich schon hier, auch mit 4.000. Und ja. Ich freue mich. Es werden wahrscheinlich noch mehr gekommen, nur viel mehr Karten hätten wir wahrscheinlich nicht bekommen. Aber man sieht einfach, dass diese Stadt total sportbegeistert ist und auch nicht nur begeistert ist, sondern auch richtig viel Ahnung davon hat. Und das hilft. Das hilft ungemein. Ich denke, ich war hier bei einem Spiel gegen Dresden, da war es ähnlich. Und das macht die Liga sicherlich auch attraktiv, wenn man diese Unterstützung hat. Und wenn in einem Gaststadion im Grunde genommen eine Atmosphäre ist, ist es auch toll für die Hamburger. Ich glaube, die genießen das genauso, ne? Dass man dann mal Gäste da hat, die dann noch da sind. Und dann geht das hin und her. So war es ja im Spiel auch. Ich habe es heute ein bisschen leichter. Ne? Ich habe es zum ersten Mal ein bisschen leichter, dass ich hier sitzen kann und relativ entspannt mich freuen kann. Ich verstehe das schon. Ich kenne die Lage ja hier auch. Ne? Nur ich würde auch tauschen. So ist es nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass mit dem Aufstieg irgendwas passieren wird. Ich denke, das ist genau wie ihr auch. Ihr müsst einfach nur weitermachen. Denn die anderen bieten auch nicht unbedingt irgendwas an in der Richtung. Es ist immer sehr einfach von außen was zu sagen, warum dies, warum das. Ich glaube, heute haben wir einfach das Momentum bei uns gehabt, mit den Fans im Rücken. Ja, und ich glaube, dass wir sogar die schwierige Situation hatten. Ja, weil wir durften überhaupt keinen Fehler heute machen, wenn man die Tabelle mal sieht. Und das wird auch in den nächsten Wochen so sein. Es werden Ergebnisse kommen, oben und unten. Die kann man nicht vorhersehen. Und diese Liga ist unglaublich spielstark. Jede Mannschaft, wenn man uns heute gesehen hat, finde ich nicht, dass wir spielen wie jemand, der um den Klassenerhalt spielt. Ja? Und trotzdem müssen wir das Woche für Woche immer wieder auf den Platz bringen. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen freue ich mich, dass ich so einen Hintergrund habe mit der Fanbase, mit meiner Mannschaft, weil es ist alternativlos. Wir haben hier heute, glaube ich, ein Spielstil an den Tag gelegt, und da trauen sich auch nicht alle Mannschaften. Ja, absolut Respekt von meinen Jungs, die das mitgetragen haben. Also, ja, wir machen das. Wir versuchen das. Und dementsprechend sehe ich es als Symbiose. Fans und Mannschaft von heute haben uns belohnt. Die Fans haben Beck sicherlich positiv aufgenommen. Sein Comeback heute nach der schweren Gesichtsverletzung, Brüchen. Und hat das die Mannschaft auch nochmal gepusht, dass er dann reingekommen ist? Ja. Das sind ja die kleinen Geschichten. Wir haben einen Tag vor dem Spiel unseren Torwart verloren. Und dann ist Alex Bruns, der ja auch hier eine Geschichte hat, reingekommen und hat das auch bravourös geregelt heute. Für ihn auch nicht einfach. Und mit Christian Beck genau das Gleiche. Ja? Er kommt und steht und setzt auch nochmal Kräfte frei. Also man darf es nicht unterschätzen. Das ist ja eigentlich verrückt. Er hat hier so mehrere Brüche in der Augenhöhle und im Jochbein und geht nach 5 Wochen wieder auf den Platz und hat heute gespielt, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist für uns wichtig und auch eine tolle Sache. Dankeschön. Gut, dann kommen wir zum Ende. Herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Allen eine gute Heimreise, vor allem den Gästen nach Magdeburg.